Ich hasse Gewalt. Ich trage niemals eine Kanone. Wer sind Sie? Schmeiß die Kanone weg! Ich hab das Geld! Hier ist das Geld! Hier ist Ihr Geld! Hier ist Ihr Geld! Hier ist das Geld! Gottverdammter Millionär! Aber das werde ich dir niemals verzeihen. Niemals! Aufmachen. Aufmachen? Er wollte dich umbringen. Ich habe versucht, ihn abzulenken, damit du entkommen konntest. Ich war bereits entkommen. Ich war auf dem halben Weg nach Brasilien, als ich dich plötzlich spürte. Schließen. Schließen? Aufmachen, schließen. Aufmachen, schließen. Warum bist du da nicht weg? Warum ich nicht weg bin? Ich sag dir, warum nicht. Ich bin jetzt dank dir nicht nur ein gottverdammter Psychopath. Benedikt. Ich habe auch noch... Ich nehme an, der Koffer gehört mir. Ach ja, Entschuldigung. Ich bin nicht nur ein gottverdammter Psychopath. Ich habe auch noch diese Krankheit, die man Gewissen nennt. Niemand hat behauptet, das wäre einfach gut zu sein. Niemand hat behauptet, es wäre einfach gut zu sein. Hey, ihr haltet jetzt endlich die Klappe. Du hältst dich da besser raus, Mann. Ja, da hast du die Beute. Nimm sie und leb irgendwo ein Leben im überstäubenden Luxus. Versuch's mit Brasilien. Ja, aber bedauerlicherweise läuft das so nicht. Ihr beide habt mein Gesicht gesehen. Wer von euch will zuerst? Was denn? Du willst hier losballern, obwohl du das Geld hast? Du sagst es. Warten Sie bitte. Sie haben die dritte Regel in Krisensituationen vergessen. Die dritte Regel? Die dritte Regel? Ja, die dritte Regel. Oh, die dritte Regel. Wie lautet die dritte Regel? Stopp! Bimbam. Wir haben hier einen Mann, der eine Menge Sorgen am Hals hat. Danke, dass du zurückgekommen bist, Vincent. Wir sind Brüder, nicht wahr? Wir sind eine Familie. Ja, das ist richtig. Danke, Vincent. Ja. Und eine reiche Familie. Endlich. Eine gute Familie. Wir werden das Geld zurückgeben. Nein, wir müssen das nicht zurückgeben. Doch, wir müssen es. Wieso? Du weißt, dass wir es zurückgeben müssen. Wieso? Glaub mir, wir Wieso? Können nicht anders. Du wirst es irgendwann einsehen. Musik.